Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Need for Speed Hot Pursuit 2. Wir machen weiter im Ultimate Racer von The Cop Modus. Wir haben jetzt Event Nummer 5 und ja, wir sind diesmal unterwegs in einem Crown Victoria Pursuit und müssen eine Lotus Elise, Mercedes CL 55 AMG und Opel Speedster ja quasi anhalten. Wir haben 2 Minuten Zeit. Und wenn wir das geschafft haben, haben wir diesen Wagen für den Herausforderungsmodus freigeschaltet. Wir machen Automatik, Extrem, und bin mal gespannt, wie wir uns hier anstellen werden. Beziehungsweise wie ich mich hier anstellen werde. Die drei Typen müssen jetzt so stehen kriegen und ja, schauen wir mal. In die Fälle, alles gut läuft. Da kommt Sani rauscht. Achtung, nicht, dass der Wagen wieder hier der Tag verliert, beziehungsweise der Heck durchdreht, so jetzt haben wir das. Fahren wir erstmal hinterher, wenn ich hier noch dran bin, dann... Ich fahre mit dem ersten, da ist er. Und den stoppen wir jetzt einfach mal, den Mercedes hier. Halt an, bleib stehen. Stehen bleiben, halt an. Jetzt sitzt hier bergab, jetzt rutscht er natürlich ganz schön. Und solange wir in Bewegung ist, krieg nicht gestoppt. Jetzt müsste ich aber gleich haben. Jetzt habe ich ihn, super. Jetzt haben wir ihn. So, okay, weiter geht's. Jetzt können wir auch Nitro zünden. Um aufzuholen. Davon ist er. Alles klar, da ist der nächste. Aber den ersten haben wir schon mal recht gut gekriegt. Ich hoffe, dass die Zeit ausreicht. Na, das hat nicht erreicht. Und ich hoffe, dass wir die nächsten 50 Sekunden noch Zeit haben, den letzten zu kriegen. Na komm, jetzt haben wir ihn. Fantastisch. So, jetzt haben wir noch 40 Sekunden, den letzten zu kriegen. Ich hoffe, dass wir das auch schaffen. Ihr seht schon, das Zeitfenster ist schon doch recht knapp bemessen. Oh, du Drecksau! Ne, fahr jetzt, das wird so nix. Die Drecksau, Alter, wollte mich gerade verarschen, ich glaube, ich spinne, Alter. Okay, diesmal nehmen wir... Okay, jetzt diesmal kriegen wir dich ein bisschen schneller. Denke ich mal. Jawohl. Das war auf jeden Fall schon mal recht fix. So, das ist noch ein bisschen Zeit gewonnen. So, der nächste. Boah. Ich wollte gerade mit Nitro drin donnern. Und jetzt haben wir. Jetzt habe ich im Sack. Muss den Bus noch anhalten. Ah, krass, weil bergab geht, da rutscht die immer weiter. Das ist scheiße. Halt doch mal stehen, du Arsch. Alter, steh bleiben, du Fotze. Mann. Alter. Meine Fresse, bergab rutschen die, wenn die rutschen, dann kann ich sie nicht festhalten. Jetzt krieg ich, du Sack. Jetzt habe ich dich. So, jetzt haben wir ihn. Bei 10 Versuchen hat es geklappt. Also bergab ist scheiße, Alter. Die rutschen die ganze Straße runter und dann kann ich sie, und solange wie die sich bewegen, kann ich sie nicht anhalten. Abgeschlossen. So, zurück zu Ultimate Racer. Wir speichern ab. Ganz schön hart eigentlich die Drecksau, Alter. Ihr Wesen, dieses Runterrutschen beim Berg bergab da ist scheiße. Was haben wir hier? K.O. Rennturnier. Okay, wenn... Oh, muss unbedingt BMW sein.
Ah, gut, hier mal Jaguar, mal ein Silber hier. Ah, das wird jetzt richtig übel, Alter. Rennturnier, scheiße. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so viele Rennen fahren müssen. Eins von drei, gut, drei Rennen geht ja noch. Und ab geht die Luzi. Wir fahren die Strecke also rückwärts. Jetzt ist da noch hinter mir. Hinter mir kann doch keiner mehr sein. Ich bin doch schon der vierte. Der orangen Pfeil, der da ist. Hä? Oh, du Drecksau. Alter, der wollte mich da nicht durchlassen. Ich glaube, ich spinne, Alter. Mann, ey. Der wollte mich partout die Abkürze die reinfahren lassen. Du dumme... Alter. Ich glaube, ich spinne, ey. Jetzt aber. Meine Fresse, ey. Okay. Also die Waldstrecke rückwärts. Na gut, den habe ich jetzt gerade weggehauen. Das war mein Glück. Was hat mich das wohl meine Führungsposition gekostet? Nee, das bin diesmal nicht Ecke. Obwohl, doch, könnte hinkommen. So, mal gucken, wo jetzt der nächste Bull ist. Ich versuche erstmal da gleich zu schrotten. Das ist hier mal eine Zwischenspeicherung und mal gucken, wo jetzt der nächste Bulle steht. Den versucht natürlich gleich mal drin zu donnern, damit da gleich wieder Schrott ist. Da ist er. Reicht das aus? Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das rausreicht. Schauen wir mal. Ah, schwer zu erkennen. Ah, ja, der ist K.O. Sehr gut. Sehr schön. Den Weg also los hier war. Also immer schön versuchen, die Bullen zu schrotten. Vielleicht habe ich ja vielleicht noch mal Glück. Beim nächsten, was ich aber nicht glaube, weil ich könnte mir wetten, dass der nächste Bulle so steht, dass ich wohl rüber springe. Mal da zwischenspeichern hier. Kommen wir den Feldweg lang. Okay, aber noch immer noch die Bulle. 46 an County. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein grüner BMW M5. County an Forest. Ich spreche mal nochmal zwischen. Ich will jetzt hier noch nicht ganz so stark ausrasten wie im letzten Part. Ah, scheiße, den krieg ich jetzt leider nicht kaputt. Verflucht, scheiße, der hat statt, das war echt beschissen gerade. Dieser verdammte Sack, ey. Da bin ich jetzt hier rangekommen, weg vor dem Baum geknallt. Ah, hab ich jetzt viel Lust drauf, ihr habt das zu riskieren. Oh, dich kriegt mein Kollege. So, der ist am Arsch. Das sind ja Bäder bei einmal, wie geil ist das denn, Alter? Diesmal hat mich gut erwischt, Alter. Ob jetzt wahrscheinlich wieder meine Position gleich kosten wird, weil der ging erst hinter mir, wie man sieht. Aber zwischenspeichern, wir sind erster. Und haben gerade zwei Bullen ausgeschaltet. Das war gut, das war wirklich gut. Ah, scheiße, musste der jetzt gerade auf dieser Seite stehen, ey? Wenn die da so beschissen stehen, kommen die ran, um sie kaputt zu fahren. Das geht nicht. Aber. So. Schauen wir, ob das ausreicht, um meine Position wieder zurückzuholen. Dass ich wieder führender werde. Hat er leider nicht viel gebracht, wenn man sieht. Jetzt habe ich doch noch einen Bullenwagen am Arsch.
Nein. Vergiss es. Ist nicht. Wenn die Kontrolle mal warm verliere, Mike, das heißt das nochmal neu. Jetzt ist aber klar. Die tippt das nicht. Ah, ich spiele mal eine Runde. Und komm an dem jetzt nicht vorbei. Krieg den nicht kaputt, mein Heck. Jetzt haben wir natürlich den ganzen Wichser am Sack hier. Verdammte Kacke. Scheiß Schuhputzer, ey. Und dann der nächste Schuhputzer. Oh, je, je. Na, ich mache mir hier einen Safe-Stat vorsichtshalber. Meine am Arsch habe ich gerade sowieso, ist ja klar. Ich glaube, es ist keine clevere Idee, beim Feld mich zu fahren, aber ich versuche trotzdem. Weil sie eh fast am Ziel. 28 an County, bin in den Graben geraten. County an 28, Abschleppwagen unterwegs. Boah, war knapp, Alter. Du hast dich für die nächste Runde des Ausscheidungskampfs qualifiziert. Das war knapp, Alter. Junge, Junge. So. Alter Falter. Den gleichen Spaß nochmal. Diesmal konnte ich die Wagen wieder ein bisschen stabilisieren. Sehr gut. Alter, wie du veränderst jetzt meine Abkürzungsfahrt hier, ey. 54, ja, wenn die da zwischen den Bäumen stehen, kommen die ran. Keine Chance. Ich versuche es mal, was? 54 an County, an die Verfolgung nicht fortsetzen. Der hat den gehauen, super, der ist K.O. Also man hat also doch noch eine kleine Chance hier. Wenn ihr wisst, wo sie stehen und die stehen so, dass man sie rammen kann, fahr in die Typen drin, Alter. So schnell wie irgendwie möglich ist, dann sitze hoffentlich K.O. Wo stehst du? Und auch den hat es gerade ganz schön kaputt geschrottet. Glück gehabt. Und da kommt der nächste. Der wird wieder so beschissen stehen, dass ich da nicht rankomme. Nee. Ich hab's versucht, ich hab's gesehen, aber... keine Chance. Gut, die kann auch nicht immer klappen, aber man kann es zumindest reduzieren, dass hier so viele Bullen auf den Sack gehen. Und auch wieder der nächste kaputt, so dass wir nur einen hinter uns haben. 19 an County, der fährt über 120. Man muss hier schon Strategien ausdenken, um die Typen irgendwie zu schrotten oder so. 31 an County, nehme die Verfolgung auf. Ach, scheiße, ich hab die gerade versucht, da hängen zu drängen. County an Forest, 1771. 31 verfolgt mit hohem Tempo ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein grüner BMW M5. Okay. Ah, scheiße, nicht mal in den BMW ist der Bulle gerade drin, die kracht, ey. Alter. Mann. Ja, zum Glück erst die erste Runde. Halt mal Schwein gehabt. Da kann ich mal ein paar... kann ich mal eine Position nochmal gut machen. Oder 40 nur? Das ist ein bisschen langsam. Wir kriegen wir schon noch schneller hin. Wir kriegen wir auch noch schneller, meine ich. Alter! Ich mach mal jetzt hier so ein Safe-Start zur Sicherheit. Wir werden es mit einer rollenden Straßensperre versuchen. Ja, versucht dein Glück. Ich muss versuchen, den irgendwie so zu fahren, dass der irgendwo hin donnert, ey. Ja, die Brücke da könnte eventuell... naja, scheiße. 19. Ja, das war natürlich Selbstopferung hier.
Ich bin noch Zweiter. Der geht ja noch in dem Rennen hier. Ah, das war jetzt ziemlich riskant hier, wie ich gemacht habe, ne? Ich hoffe, dass ich meine Position wieder zurückholen kann. Deshalb werde ich erstmal noch nicht den Speicherstand hier laden, sondern werde hier erstmal weiterfahren. Ich denke mal, die erste Position muss wieder zurück. Und selbst wenn, wir brauchen nicht Letzter werden, das ist ja das Wichtigste, dass wir nicht Letzter werden. Und der hat jetzt echt einen guten Vorsprung, der Junge. Aber gut, da zieht der wenigstens die Bullen erstmal auf sich, ne? Das ist ja auch schon mal ein Vorteil für mich hier. Da vorne fährt er. Ich habe erstmal Ruhe. Ja, kämpft mit der Bullerei da vorne. Und dann teste ich sie jetzt daran vorbei. Habe das Fahrzeug soeben entdeckt. Eieieiei, Alter. Gut, wollen wir keinen Zwischenspeicherstand hier machen? Ich habe keine Lust, die Art normal zu vorne zu machen. Das kostet mir echt zu viel Nerven hier, Jungs. Mädels da draußen. Huiuiui. Natürlich dreht durch. Ich muss auch gewinnen hier. Okay, wir sind schon mal da eben los, aber ich könnte wetten, da kommt der nächste angedonnert. Oder wartet schon in der nächsten Startlöcher. Oder ich habe das mal Glück und schaffe bis zum Ziel ohne Bullerei zu fahren, aber das glaube ich nicht. So. Alter! Nein, ist nicht! Spinnst wohl, Alter! 27 an County, er dreht durch. Natürlich die letzten Sack hier wieder am Arsch. Ah, jetzt kommt der nächste Bulle. 27 an 31, ich werde ihn rahmen. Mal sehen, ob sein Airbag funktioniert. Mach gegen auf deiner funktioniert, du Arschloch. Hey, wieso muss der Wagen jetzt hier an der Stelle wieder so schön durch die Gegend springen, Alter? Mann, ich hätte schon nicht zum Ziel sein können. 27 an County, wir werden versuchen, ihn auf eine Seitenstraße zu drängen. 27 an County. Mann, ey. Glückwunsch, du hast dich für die nächste Runde des Ausscheidungskampfs qualifiziert. Okay, einen Rennen haben wir jetzt noch. Speichern wir mal ab. Alter Falter. Jaguar gegen Jaguar, okay. Dann geht's los. Die nächsten zwei Runden, bin mal gespannt. Machen wir auch den ersten Bullen. Nee, scheiße, der Start ist zu weit links. Aber dich kriegt die Kotze. Oh, du drehst doch nicht schnell um die eigene Achse, Mensch, ey! Mann! Dreht aber auch immer so schnell durch die Autos, ey, was soll denn bitte? Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein silberner Jaguar XKR. County an alle Einheiten. 28 verfolgt mit hohem Tempo ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein silberner Jaguar XKR. Ah, komm wieder die ran, scheiße. 28, bin direkt hinter dir. 28 an County, bin in den Graben geraten. Gut, den sind wir schon mal los. Trotz aller Aufregung macht er trotzdem irgendwie komischerweise Spaß. Ich bin echt, weiß nicht, also entweder hängt ein Dachschaden oder bin mal so schistisch veranlagt. Jetzt von wem, Alter. Wenn ich jetzt eine Erektion kriege, weiß ich, was los ist, Alter. Scheiße. Ich will ja trotzdem da stehen. Ich will natürlich... 46 in County, das war's für mich. Den... County 46. Ja, sehr schön. Dem passiert also auch ein Fehler. Sehr gut.
Das wird auch gleich mal abgespeichert hier. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe vor der Bullerei. Und da vorne steht der nächste. Und da hinten drin krachen, ey. Volle Kanne rin in den Typen. 31 an County. Bin wieder an ihm dran. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein silberner Jaguar XKR. So, jetzt hat mich schon wieder meine Flur gekostet, aber die Bullen sind mal los. Und er wird jetzt den nächsten Bullen mal anlocken. Machen wir das eben so. Ja, zieh du mal ruhig den nächsten Bullen an Land, mein Freund. Habe ich ein bisschen meine Ruhe. Noch. Aber ich muss jetzt Erster werden, sonst ist er dran im Eimer. Verliert darf ich diesmal also nicht. Ganz sachte hier vorbei und durch. Ah, scheiße. Ne, machen wir mal so hier nochmal. Hat ja, manchmal haben die Autos echt Probleme, in die richtige Richtung zu lenken, ey. Das ist echt, echt nervig. Komm mal da ran. 54 an County, liege im Graben. County an 54. Alter, jetzt fahr doch mal hier. Ich informiere euch, sobald wir einen haben. Alter. So cool, jetzt wird es wieder Erster werde. Okay, wir werden es nochmal opfern hier. Da ist er wieder, nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein silberner Jaguar XKR. Und auf dem Grund sind wir wieder los. 28 verfolgt mit hohem Tempo ein. Also jetzt eigentlich auch, meine Position kostet jetzt ständig hier. Das ist kacke. 28 an County, kann nicht weiterfahren. Mal hier zwischenspeichern und ich hoffe, dass ich dran nicht nochmal neu starten muss. Jetzt muss ich Erster werden, weil sonst verliert das ganze Trauerin hier. Gut, er hat jetzt den da vorne im Visier. Ich glaube, der Bull ist auch im Eimer. Für den Fall, dass da vorne wieder ein Polizist steht mit seinem Auto. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? So. Nee, ich will ihn richtig erwischen. Hey, was soll denn das jetzt hier? So, jetzt hat sie ihn gehauen. 54 an 31, habe den Verdächtigen. Ist halt nur noch den inneren Sack. Was? Gegen zwei Bullen habe ich echt keine Chance, Alter. 54 an Jawohl! Die Verfolgung nicht fortsetzt. Man kann ja doch ein bisschen Einfluss ausüben. 54, Abschleppwagen ist unterwegs, sollte in circa 20 Minuten da sein. Ich muss halt wirklich vorsichtig sein. Ich habe keine Lust zu verlieren, Alter, ehrlich nicht. Auf jeden Fall, dass der Wagen wieder anfängt, durch die Gegend zu hopsen, auf der Feldstraße da. Ja, jetzt haben wir unsere Ruhe bis zum Ziel, da kommt nichts mehr. Geht doch! Glückwunsch, du hast jawohl, wir haben es geschafft. Ganze Turnier gewonnen hier, K.O.-Turnier. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Germany vs. UK Forest Knockout gewonnen. Das sind aber auch mal doofe Namen, was die sich da geben, Alter, ehrlich. Mann, Mann, Mann. Gut, diesmal hat nicht ganz so nervend auftreibend, also ich muss immer wirklich versuchen, die ganzen Bullen mal gleich komplett zu Schrott zu fahren. Da kann man auch ein bisschen was gut machen. Ansonsten hast du echt Probleme hier. Gut, ich würde sagen, im nächsten Video sehen wir uns dann bei Event Nummer 7 und bis dahin sagt tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, bye bye.